Und herzlich willkommen zurück zu Starfield. Ich bin der Fritz-Ager. Schön, dass ihr wieder da seid. Ich habe mich dazu entschieden, doch gegen die Crimson Piraten vorzugehen, die jetzt hier vor dem Schnittpunkt lauern. Leider hat mich das Spiel schon direkt davor abgesetzt. Nicht bei meinem Raumschiff. Also ich versuche das in Zukunft zu ändern, dass ich die Möglichkeit habe, ein bisschen immersiver zu spielen, so dass wirklich mal am Raumschiff erst landen muss. Das muss ich noch mal natürlich gucken, wo sind die. Okay. Gut, ich bin wahrscheinlich zu weit weg für effektive Schüsse. Was ich jetzt auch interessant finde, es gibt ja gar keine Anzeige, wie versteckt ich bin. Das kenne ich eigentlich anders von Bethesda Spielen. Oder das muss ich extra freischalten. Munitionstechnisch. So, den hätten wir. So, ich brauche glaube ich noch 4 Gegner. Um mal. Okay. War vielleicht jetzt so keine gute Idee. Auf jeden Fall wird es hier auch langsam dunkel. Und ja, man kann jetzt auch den Ringgasriesen hier jetzt nicht mehr sehen. Mit Vectara, den wir ja das eine Mal noch sehen konnten. Also das scheint wirklich so nachberechnet zu sein. So, jetzt muss ich ein bisschen gucken. Der hat eine Schrotflinte oder sowas, aber wo ist der andere? Hier sehen wir, die Sprünge sind hier etwas höher. Wahrscheinlich ist die Gravitation hier nicht ganz so hoch. Warum sollte ich? Okay, soll ich doch mal mich ducken? So. Aber Forschungsprojekte benötigen weniger Ressourcen für 10 Minuten. Okay, ist auch nicht verkehrt. Ja, das brauche ich glaube ich alles noch nicht. Also ja. Ein Medipack. Frage ist, finde ich jetzt die. Ah, hier ist nochmal Eisen. Das Gute ist, der geht automatisch auf den Cutter. Ne, das ist wieder Silber. Der geht automatisch auf den Cutter, wenn ich hier im Analysemodus bin. So, aber meine Frage wäre jetzt, werden mir die Leichen von den anderen angezeigt? Ich glaube nicht. Genau, da ist zum Beispiel so ein Punkt, wo ich hin will, unbekannt.
Blei. Hier ist auch nochmal Silber, nochmal Blei. Ah, doch. Alles klar, perfekt. Dietrich, sehr schön. So, und der dritte, keine Ahnung, wo der liegt. Kann ich das vielleicht auch noch mal scannen? Ressourcen zeigen. Ja gut, das hier ist so ähnlich wie bei No Man's Sky. Dass jeder Planet halt gewisse Anzahl an Ressourcen hat. So, die da hinten nehme ich noch mal mit. Genau, so wird das jetzt angezeigt. Mal gucke ich, ob ich welche von diesen, ich nenne sie mal Schaben, wieder sehe. Die man dann theoretisch auch noch mal scannen kann. So, Eisen habe ich, glaube ich, erstmal genug. Eigentlich meinen Helm auf? Ich glaube nicht, ne? Nee. Was aber heißt, ich kann hier normal atmen, weil ich sehe hier keine Einschränkungen beim Sauerstoff. Gefährlicher Sandsturm, okay. Jetzt sollte ich meinen Helm vielleicht doch anziehen. Da oben. Ein Kretkraser. Mal gucken, ob der aggressiv ist. Aber ein Kraser. Ich glaube, die sind harmlos. Da ist nochmal so eine Schabe oder Kellerassel oder wie auch immer. So, Triclopid. Ah ja, also ich muss die mehrfach scannen, damit sie 100% voll ist. Das macht auch Sinn. Ja, das ist halt so dieser Erkundungsteil von dem Spiel. Genau, unbekannt. Es wird auf jeden Fall dunkel. Aber von dem Sandsturm, da ist nochmal ein Kretkraser. Obwohl, ne, brauche ich es nicht. Ja, die scheinen harmlos zu sein, die kann ich also auf 100% scannen. Oh, eine ganze Herde hier. Einstellung wachsam. Okay, doch, die können. Okay, die können aggressiv werden. Ja, ich muss halt nur aufpassen, dass ich dann halt nicht... Was haben wir hier? Oh, Wasser. Luft von schlechter Qualität. Sandsturm.
Okay, das kann ich wahrscheinlich auch abbauen. Nee. Okay, da füllt sich auf jeden Fall ein Balken. So, oder? Also dieses Piepen gefällt mir gar nicht. Ich hoffe, dass das hier jetzt, wo ich jetzt hingehe, irgendein Unterschlupf ist. Das hört sich gar nicht gut an. Oh oh. Das hört sich echt nicht gut an. Da wurde es mit einem Leiden belegt. Lungenschaden. Und da geht der Sauerstoff weg. Eieiei. Windpark. So, lass mich hier irgendwo rein. Oh. Das war knapp. Das war eine knappe Geschichte, also da muss man echt aufpassen. So. Ich habe einen Lungenschaden erlitten. Moment, wo kann ich das? Ne, hier bin ich falsch. Hier, Gesundheit. Status. Du hast ein Leiden. Nimm das entsprechende Heilmittel, um dich zu heilen. Öffne dein Inventar und suche nach der Kategorie Hilfe nach Symbolen, die zu deinem Leiden passen. So, ich habe einen Lungenschaden, akut. Husten, Sprachschau, O2-Schaden und Objektlokalisierung. Nahkampfangriffe verbrauchen Sauerstoff. Schlechte Luftqualität. Achtung, gefährliche Witterung, sofort Schutz suchen. Anzugschutz aufgebraucht, okay. Dann schauen wir mal, ob wir im Inventar irgendwas in der Richtung haben. Nee. Da haben wir scheinbar nichts, weil es ist keine Verstauchung, es ist... Oder ist das egal? Weil das Symbol wird hier ja angezeigt. Schauen wir nochmal. Ja. Vielleicht doch. Ah, nee, das ist... Ja, das ist nur meine Gesamtgesundheit hier. Und das ist der Schaden. Ich habe hier aber nichts. Hier, dieser Immobilisator. Dient zur Stützung von verwundeten Gliedmaßen. Ah ja, und da oben ist das Symbol. Und ich muss jetzt das Symbol, das gelbe Dreieck quasi, muss ich jetzt was finden. Mal gucken, ob ich hier in der Station entsprechend was finde. Okay, da draußen geht es auf jeden Fall rund. Toilettenpapier brauche ich nicht. Safe-Experte, ja. Ja, die Frage ist, bleibe ich jetzt hier, kann ich die Tür hier zumachen? Ist verdächtig ruhig geworden da draußen. Ich sollte jetzt aber allerdings tatsächlich wegen dem Sandsturm jetzt nicht hier rausgehen. Okay, das war das Husten. Ah, okay, das war dieser Nebeneffekt. Durch den Lungenschaden. Das ist ganz gut umgesetzt, finde ich. Frage ist, wie lange dauert dieser Sandsturm?
Kann ich irgendwie... Moment mal. Nee. Geht leider nicht. Mit T. Und zwar eine gewisse Zeit abzuwarten. Aber ich meine, das hätte ich irgendwo jetzt mal gesehen. Aber das scheint es hier jetzt nicht zu geben. Prognose verbessert, Lungenschaden. Was heißt das jetzt? Regeneriere ich mich jetzt automatisch? Stabil, tatsächlich. Ah, okay. Gefährliche Witterung, sofort Schutzsuche. Ja gut, das ist immer noch. Anzugsschutz ist aufgebraucht. Die Frage ist jetzt, was ist das für draußen? Kann ich mich da überhaupt anderweitig gegen schützen? Oder muss ich das jetzt aufladen? Das sind halt alles so Sachen. Aber ich bin auf jeden Fall wieder stabil. Weil ich jetzt wahrscheinlich ausreichend hier mich im gesicherten Bereich behalte. Was passiert, wenn ich jetzt hier rausgehe? Ist hier irgendwo eine Tür noch, wo ich rein kann? Und irgendwie finden hier keine Kampfhandlungen mehr statt. Ich habe so das dumme Gefühl. Industrielle Werkbank. An der industriellen Werkbank kannst du einfache Komponenten herstellen, die du zum Bauen von Gebäuden für deine Außenposten und zur Herstellung von Fertigmods für Waffen und Ausrüstung verwenden kannst. Die Rohressourcen für hergestellte Komponenten erlangst du auf Planeten oder Monden, indem du dort einen Außenposten und einen Ressourcenextraktor errichtest. Fortschrittlichere Komponenten können mit Hilfe von Fabrikatoren in Außenposten hergestellt werden. Okay. Der Lungenschaden hat sich wieder verschlimmert. Ja, also das ist ja nur so ein kleiner Raum hier. So, ich könnte mich jetzt einmal versuchen, hier an diesem Safe zu verdingen, aber ich glaube, das wird nichts, weil Experte. Irgendwas läuft da draußen rum. So, gibt es hier irgendwas mit Schlossknacken? Boxen, Energiewaffen. Sozial, ja, das ist auch was anderes. Hier höchstens Technologie, Bootstack, ballistische Waffensysteme, Sicherheit, Zielsteuerungssysteme. Also ich würde es eigentlich erwarten, dass es irgendwo so ein Perk gibt. Taschendiebstahl. Ja. Ah, hier würde ich dann diese Schleichleiste bekommen. Deine schallgedämpften Waffen verursachen. Ja gut, früher oder später würde ich dann doch wieder darauf zurückkommen, so wie ich mich kenne. Das ist ja so, hatte ich ja schon in der ersten Folge gesagt, so mein Ding, wie ich die anderen Bethesda spiele oder allgemein solche Spiele spiele. So, hat es jetzt aufgehört? Nee. Also ihr seht, ich kann jetzt auch gar nicht lange hier draußen bleiben. Ja. So, das ist das Schiff. Da komme ich dann mit H hin. Genau, also kann man ja auch noch ordentlich was zusammenbasteln.
Gut, momentan nicht. Also ich bin mir eigentlich relativ sicher, gibt ja der Scanner vielleicht irgendwelche Infos, nee, ne? Wie lange dieser Sandsturm jetzt noch geht hier? Weil sonst sitze ich nämlich hier erstmal irgendwie fest. Aber es gab doch irgendwo eine Option zu warten. So, jetzt schaue ich einfach mal in den Einstellungen nach. Nee. Hier, Tastenbelegung. Nee, scheinbar. Oder nach dem Raumschiff. Gut, es gibt hier einiges an. Ja gut, mit dem Schiffsbauer muss ich mich dann sowieso mal auseinandersetzen, wenn es dann mal soweit ist. Aber wenn ich das jetzt hier richtig sehe, gibt es hier keinen. Leider keinen Warten. Das macht es mir jetzt natürlich unheimlich schwer. So, ich hoffe, das sind menschliche Schritte da draußen. Oh, ein Terrormorph. Oh nee. Level 10. Von denen war doch die ganze Zeit die Rede, ne? Ich komme aber auch anderweitig nicht hier weg, ne? Entdeckt haben tut er mich auch noch nicht. Ja, was soll ich sagen? Ich melde mich einfach wieder, wenn der Sandsturm rum ist. Was anderes kann ich jetzt akut nicht machen. Klar könnte ich mich jetzt zum Raumschiff nee, da will ich ja. Ich könnte jetzt da natürlich zurückreisen. Aber genau das will ich ja nicht. Ich will die Dinger ja auch irgendwie erkunden. Und will mich jetzt nicht einfach damit retten, indem ich jetzt die Schnellreise zurück zu meinem Schiff mache. So, also auf jeden Fall den Windpark, den habe ich hier schon mal erkundet. So, mir fehlen hier auch noch einige an Ressourcen, die ich irgendwie noch erkennen muss. Ah ja, genau, hier sieht man es auch, 0,55G. Anziehungskraft, deswegen kann ich hier so hoch springen. Nein. Ja, zurück zum Schiff. Wenn ich ja wenigstens dann da vor dem Schiff spawnen würde, dann wäre es ja okay. Aber ah. Blei. Ah, hier ist ganz viel Eisen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel dieses Neon haben will, müsste ich jetzt ein Gebiet finden, was Neon hat. Hier ist ganz viel Blei. Wobei ich glaube, Argon, das habe ich zum Beispiel noch gar nicht. Das heißt, ich müsste dann hier irgendwo landen.
und hoffen, dass dann da von den einigen Sachen zu finden ist. Aber Alkane, Silber, Neon, Argon ist doch eigentlich ein Gas, oder? Boah, ich weiß ehrlich gesagt jetzt nicht, jetzt mit dem Xenomorph da draußen und zum Raumschiff kann ich jetzt auch nicht zurück. Weil wie gesagt, das macht für mich jetzt immersionstechnisch, und das gehört für mich bei dem Rollenspiel dazu, überhaupt keinen Sinn, jetzt einfach die Schnellreise zu machen, mich mit den Werten, die ich hier habe, also ja, ich würde jetzt also zu Fuß das niemals schaffen, da jetzt zurückzurennen zum Raumschiff. Und sitzt dann plötzlich einfach im Raumschiff, als wäre nichts passiert. Ich finde, das passt einfach nicht zu so einem Rollenspiel. So, aber dass ich jetzt hier aber auch nicht mal irgendwie warten kann. Das ist das, was mich so ein bisschen erstaunt gerade. Das gab's doch immer. Ja gut, oder ich muss irgendeine Stelle finden, wo ich schlafen kann. Dann geht das wahrscheinlich. Ja gut. Ich mache jetzt einfach mal schnell speichern und versuche jetzt hier irgendwo irgendwo hier reinzukommen. Oh, da ist er. Gut, dass ich auf dem Dach bin. Na, der wird zwar eine ganze Menge. Er erwischt mich aber trotzdem. Gut, eine Salve kann ich ihm noch geben. So. Ob die ganze Munition ausreichen wird. Na, er ist halt auch Level. Er ist halt auch einfach mal Level. Boah. Nee, mein Freund. Hoffentlich kannst du nicht hier rein. Also Nahkampfwaffe wollen wir mal gar nicht probieren. Schießen wir einfach mal die Munition hier. So, was haben wir hier noch, so was ich so essen kann? So, genau hier, das nutze ich mal. 20% Gesundheit für 2 Minuten. So, erstmal nochmal ein Medipack. So, das essen wir. Herz Plus habe ich auch 4. 20% Gesundheit für 2 Minuten und Schadensresistenz. Hoffentlich hilft das. Also er kann springen. So, Moment. Habe ich nicht hier... Ich habe 2 Splitterminen. Oh.
sammeln. Eine ist er schon mal drauf, aber oh. Ich muss meine ganzen Medipacks hier. Wo ist er jetzt? Da. So, eine Splitterminie müsste noch liegen. Ich glaube fast, den kriege ich nicht tot. Also da. Weil dafür geht meine Mission leider. Zu schnell zur Neige. So. So. Auf eine Mine müsste er noch laufen eigentlich. Atemprobleme. Ich werde meine ganzen Medipacks hier verbrauchen, so wie es ausschaut. Okay, da hilft jetzt wohl nur 30% Schaden bei Aliens. Das wird wahrscheinlich nicht gut gehen. Und ich schmeiße dich jetzt halber nochmal, weil ich nicht weiß. So, nochmal so ein Herz plus ein. Ich weiß nicht, ob das deckt, ich glaube nicht. Und jetzt muss ich einfach mit der Axt draufhauen und hoffen, das funktioniert irgendwie. Na dann los. Machen als hier Medipack. Das war keine gute Idee. Oh, ich habe kein Medipack mehr. Komm! Jawohl! Boah, alter Falter! Also die plus 30% gegen Aliens haben auf jeden Fall geholfen. Die haben auf jeden Fall geholfen. So, schnell zwischenspeichern. Sollte man bei Bethesda-Spielen ja sowieso machen. Ich glaube, das war jetzt die sinnvollste aller Lösungen. Jetzt muss ich erstmal wieder zu Atem kommen. Ja, das war ein Level 10 Terramorph. Ich glaube, das sind so eine Art Todeskrallen aus dem Fallout-Universum, nur halt in Starfield. Boah. Ja, ich würde sagen, mit dem Fight beende ich die Folge jetzt auch erstmal. Das war eine knappe Sache. Ich habe zwar jetzt all meine Medipacks aufgebraucht, aber ich hoffe, ich finde noch ein paar. Ich glaube, ich kann auch ein paar herstellen, notfalls. Vielen Dank fürs Zusehen. Sehr gespannt, wie es weitergeht in der nächsten Folge Starfield. Habt noch eine schöne Zeit. Bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao.